Aaron ist ein sehr fleißiger, ehrgeiziger Typ. Ja. Wir haben beide das gleiche Ziel und deswegen ist es immer schön, mit ihm zu trainieren und auch Randoris zu machen, weil er sehr ehrgeizig ist und auch richtig powern kann und oft auch zum richtigen Randori führt. Er ist ein ruhiger Typ, aber er kann auch ab und zu mal laut werden auf der Matte und das ist dann immer sehr schön zu sehen. Ja, das stimmt durchaus. Er ist ein super Partner für mich. Ist mir mittlerweile vielleicht kräftemäßig ganz schön überlegen, aber bei uns kommen eigentlich immer gute Randoris raus und es ist ein super Training. Wenn man mal an die Grenzen gehen will, dann macht man einen Randori mit Kalle. Und ja, sehr ehrgeizig, sehr fokussiert. Er ist einfach ein Kämpfer. Ja? Also, der geht immer vorwärts. Ja. Manchmal bricht er was übers Knie. Ne? Also, dass Kalle mal eine Pause macht, ist selten. Sagt der Richtige, ja. Also Aaron ist selber so jemand, der sehr schwer zu zügeln ist und auch sehr oft über die Grenzen geht. Ich wünsche ihm auf jeden Fall den größtmöglichen Erfolg, dass er Weltmeister wird. Ich traue ihm zu, auf jeden Fall, um eine Medaille zu kämpfen. Ja, er hat jetzt sehr viel an seiner Physis gearbeitet, ist super stark am Boden und Techniken, die er trainiert, werden auch immer besser. Und ich sehe auf jeden Fall Potenzial. Er hat jetzt in letzter Zeit auch sehr gut gekämpft auf den Grand Prix. International ist er mittlerweile auf einem guten Niveau. Und bei der WM kann alles, ist alles möglich. Den Glauben an sich selbst, den er hat, ist außergewöhnlich. Ja. Dass Kalle einfach zur Weltspitze gehört, das wissen wir alle mittlerweile. Und Kalle kämpft um die Medaillen und er kämpft auch um den Titel mit, auf jeden Fall.